Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Und Profilsager AG, Ihr Spezialist für Innenausbauprofile, wie wasserfeste und hygienische Sockelleisten. Warum trifft es immer mich? Wir alle kennen den Moment, wo sich Selbstmitleid gut anfühlt und etwas Trost spendet für unsere Seele. Grüezi und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Ein Schicksalsschlag, eine schwere Krankheit oder gar der Verlust eines geliebten Menschen. Es gibt viele Gründe, um etwas Selbstmitleid zu haben. Und es ist auch wichtig, dass man in einer Krise Trauer und Wut zulassen kann. Was aber, wenn sich die Situation über Jahre nicht verändert und Selbstmitleid zu einem Lebensmuster wird? Dann wird es Zeit, dass man irgendwie wieder rauskommt aus der Opferrolle. Am Oliver Merz macht der Kranke das Leben schwer. Er leidet seit vielen Jahren an multiplen Sklerose und muss sich immer wieder bewusst entscheiden, dass er nicht in die Opferrolle rutscht und sich auch nicht von anderen begrenzen lässt. Und auch Marianne Gasser hat es nicht leicht gehabt. Sie hat sich darum jahrelang mit Süßigkeiten getröstet. Diese Taktik hat sie aus ihrer Kindheit gekannt, denn schon ihre Mutter hat auf diese Art gegen negative Gefühle angekämpft. Und so ist der Griff zur Schoki auch bei Marianne an der Tagesordnung. Die Gedanken durch den Tag waren vor allem die, was brauche ich, um mich zu versorgen? Was tue ich mir noch posten? Das ist Gedankenkreise von «Ich leiste mir das». Und ich fühle mich schuldig und es tut mir nicht gut und ich brauche es aber. Halt eben, wie ein Süchtiger. Heute ist Marianne Gasser Großmutter und verbringt regelmäßig Zeit mit ihren Enkeln. Sie selbst hat auch drei Kinder. Vor 30 Jahren, als ihr drittes Kind zur Welt kam, stieg die Belastung. Ich war zwar ein Ringskind, aber einfach gemerkt, jetzt bringe ich vieles einfach emotional und kräftemäßig nicht mehr gleich auf die Reihe. Ich war schon nicht der Hirsch, meine Bedürfnisse gut zu leben. Und beim dritten Kind habe ich extrem die Bedürfnisse nochmal zurückgesteckt. Einfach. Magst du die ganze Kiste? Meine Bedürfnisse sind ja vor allem die Bewegung. Das ist etwas, das mir einfach immer den Ausgleich gegeben hat. Seelisch, emotional, gewisses wegzustecken, da habe ich recht auf die Seite gestellt. Und ich glaube nicht, dass ich könnte sagen, ich habe mehr zu Süßem gegriffen, sondern es ist wirklich offenbar geworden, dass das ein Problem ist. Ja. Marianne war es gewohnt, neben den Mahlzeiten täglich auch 100 bis 200 Gramm Schokolade und Kekse zu essen. Die fehlende Bewegung zeigte sich bald. Rasch war die 35-Jährige über 100 Kilo schwer. Ja, dann auch in der Auseinandersetzung damit erkennt, dass das die Kinder so geht. Wenn es Druck gab oder daheim schwierig war oder schulisch, da war ich sehr ehrgeizig. Dann habe ich schon angefangen, einfach mit Süßem zu kompensieren. Und später, ja, habe ich gemerkt, wirklich, es ist ein Suchtverhalten. Es ist nicht einfach, ja, ich habe es noch gern oder ist noch fein, sondern wirklich es braucht. So. Du kommst gleich mit dem Alphons. Ja, jetzt schlagen wir Viertel, ja. Während die Enkel schlafen, haben Marianne und ihre älteste Tochter Michelle Zeit, alte Fotos anzuschauen. Das ist der Rohbau, das Fundamentenfenster. Ja, genau, von unserem neuen Heim. Ja, genau. Mhm. Und da sieht man jetzt, wie du uns drei, also vor dich hin, büschelst. Ja, es hat auch schon bald drei gebraucht. Nehmen wir es fast so. Warum ich das nicht viel früher angepackt habe, ist eben schon an meine Bedürfnisse. Einfach zurück, jetzt nicht. Und die Kinder waren klein, eben dann der Hausbau, einfach in ein neues Haus. Und ich habe wie Kraft nicht, das anzupacken. Ja. Liegen wir alle auf dem Bett so fahren. Ja, der Daddy. Herzig. Ja.
Vollmuckel. Oh ja, du. Aber es ist eine gute Position. Ja. Und du hast ja vor allem feste Beine gehabt, gell? Ja, etwas in den Sinn. Mhm. Wegen der festen Beine. Das war einer meiner ganz wichtigen Momente, wo du vor mich angestanden bist. Mhm. Ich habe mich angelehnt und gesagt, Mama, hast du dicke Beine? Da ist mir wirklich rein wie ein Messerstich, aber gut, weil ich einfach hier realisiert habe, sie schämt sich. Marianne hat eine Jeans mitgebracht, aus ihrer Zeit als junge Mutter. Und dann bin ich in den Laden und habe eine Jeans verlangt. Und dann sagt sie, wir haben keine dieser Grössen. Aber was sie schauen können, ist die grösste Herrengrösse. Sie könnte gehen. Schau mal. Wow. Riesig, gell? Das ist krass. Riesig. Da bin ich rein und musste mich reinzwängen. Da bin ich also schon am Abnehmen. Aber das hat mir geholfen, dass ich mich spüre. Ja, genau. Das da. Und dann ist halt dann der Sommer gekommen. Und dann habe ich es noch abgeschnitten, weil ich es noch kurz brauchte. Auch darum sind es kurz. Ja, ich habe es dann abgeschnitten. Ja. Wow. Wenn ich an einer Konditorei vorbeigegangen bin, war die Frage, poste ich noch etwas? Und tun wir auch als Familie uns noch etwas gewinnen? Gibt es einen Anlass? Das ist aber dann ein Stück weit um mich gegangen, aber auch um die Familie. Es brauchte noch eine Weile, bis Marianne sich eingestand, dass sie sich nicht mehr dagegen sträuben kann, das Problem anzugehen. Immer die Auseinandersetzung beim Posten, das hat mich ein Stück weit traurig gemacht über mich selber. Und enttäuscht auch, dass ich da nicht packe, dass ich da nicht einfach drüber stehen kann. Und ja, ich hätte mir gewünscht, ich hätte manchmal über mich wütig sein können. Aber es war so ein innekehrtes wütig sein. Das wollte ich wirklich verlassen, ernsthaft. Marianne beginnt einen Aufarbeitungsprozess mit professioneller Hilfe. Das Schwerste war sicher, dass ich erkennen musste, ich muss noch mal hinschauen. Da ist Missbrauch in der Kindheit, der stattgefunden hat, wo mir schon bewusst war. Aber ich hatte den Eindruck, das packe ich ohne näher hinzuschauen. Und musste kapitulieren und sagen, doch, ich brauche Hilfe. Ganz entscheidend war das tiefe Erlebnis in einer Seelsorge, wo ich gemerkt habe, Gott weiß um alles. Er weiß es sogar besser als ich. Und das hat mir, ich habe mich dann so unsagbar geliebt gefühlt und nicht verlassen, nicht eben das komische, mulmige Verlassenheitsgefühl, sondern das Wissen, er weiß es und ich bin bereit. Ich kann loslassen. Ich kann mich ergeben im Vertrauen. Durch das ist eben auch das tiefe Erleben gekommen, dass es der Ersatz von der Schocke und vom Süßen und von dem Kompensieren gar nicht braucht, wenn ich mich darauf einlasse. Und da einfach sagen, ich kann mit dem Schmerz neu mit an. Ich kann mit dem Schmerz zu Gott. Als Marianne erkennt, wie sie mit ihrem Schmerz umgehen kann, hat auf einmal auch die Sucht keine Kraft mehr. Warum mir es relativ leicht gefallen ist, ich das wirklich so sagen kann, ist die Entscheidung, ich lasse kompensieren mit Süßem. Ich lasse eben das Kästchen aufzumachen und zur Tat zu schreiten und Schoggi und Guetzli zu essen. Das war für mich schon mal ein riesiger Prozess und eine Erleichterung. Und dann ist es einfach darum gegangen, auszuhalten. Auszuhalten und mich dem Gott anzugeben. Innerhalb von 6 Jahren nimmt Marianne 45 Kilo ab. Damals war sie Anfang 40, verheiratet und Mutter von 3 Kindern. Ganz praktisch war mir einfach wichtig, dass die Familie nicht tangiert. Also für mich war klar, ich will die Mahlzeiten haben wie sie, nicht irgendwie anders. Und dann habe ich einfach entweder den Mittag oder den Abend, je nachdem, wie wir Gäste hatten, habe ich einen Eiweiß-Shake genommen. Dadurch ist das auch ein längerer Prozess. Also da reden wir von ein paar 100 Gramm pro Woche und nicht da weiss, wie viel Kilo im Monat. Aber auch, es hat eben dann durchaus auch verhebt. Marianne erlebt eine glückliche Lebensphase mit ihrer Familie und Ehemann Stefan.
Nach 10 Jahren strikten Verzichts fängt sie sogar wieder an, ab und zu Süßigkeiten zu essen. Ich habe dann probiert, ob es geht, und es war sehr siegreich gewesen, also überhaupt nicht ein Kampf. Oder, und das hat mich dann schon sehr gefreut. Es ist einfach so ein Freiheitsschlag gewesen. Doch dann, 2016, trifft die Familie ein harter Schlag. Marie-Annes Ehemann stirbt bei einem Fahrradunfall. Ich habe gearbeitet. Mein Mann ist vorher heim mit meinem Velo. Er hat mir das Auto gelassen. Und ich konnte dann nicht auf der Hauptstrasse von Schöneberg auf Bischofszell fahren. Und habe einfach irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl gehabt. Ich habe ihn auch nicht erreicht. Und daheim war er auch nicht. Dann war es das Warten. Ja, wo dann die Polizei an der Tür gestanden ist, habe ich eigentlich gewusst, ist Schlimmeres. Ich habe dann den Polizisten gesagt, sagt mir einfach, er lebt noch. Und dann ist der Satz gekommen, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und der erste Moment, ja, ich hatte einfach einen Schreikrampf und bin in die Arme der Polizistin. Meine Gefühle waren sehr intensiv, verlassen und gleich gehalten von dem grossen Gott. Es ist so, etwa jeden dritten Tag, die erste Zeit, ist eine mega Trauer über mich gekommen. Und dann habe ich gemerkt, ich komme mit Nasentüchern nicht mehr zu schlagen und habe dann Frottetücher genommen. Und die sind wirklich, die habe ich zum Teil nass gekühlt. Einfach so ein intensiver Schmerz. Und gleichzeitig aber dann nach 2-3 Stunden so eine Erleichterung gespürt. Bei diesem grossen Verlust war die Gefahr sehr stark, dass ich wieder in die Abhängigkeit vom Süßen gerate. Von dem, ich brauche es, es geht nicht anders. Und als ich vorher eine Freiheit gelebt habe, sowohl als auch, habe ich einfach gemerkt, nein, das liegt jetzt nicht drin. Und zwar hat das gedanklich angefangen, dass ich die Sachen wieder gesehen habe, gestellt oder, und ich einfach gemerkt habe, jetzt ist es eine andere Form. Jetzt ist es wieder einfach nicht gut. Jetzt trüllt es wieder. Heute sind es nun bald 5 Jahre, seitdem Marie-Anne ihren Ehemann loslassen musste. Bea war in den vergangenen Jahren eine wichtige Freundin und Bezugsperson. Was mir sehr geholfen hat, ja, über den Verlust hinwegzukommen, ist wirklich die Natur. Das Reden mit Gott mir immer wieder Kraft und Trost geben lassen. Und dann hat Gott uns ja auch Menschen gegeben. Das ist ein riesiges Geschenk, wo ich einfach Zeit verbracht habe, viel in Bewegung war. Ganz viele Menschen, die mit mir sind, laufen oder wandern. Und das war sehr, sehr gut gewesen. Mit den Süßigkeiten handhabe ich es immer noch gleich, esse keine, weil ich einfach Respekt habe vor dem Rückfall, vor dem wieder in die Sucht gehen, weil ich doch meinen Schatz immer mal wieder vermisse und auch traurig bin. Und ja, es wäre wirklich ein schlechter, kurzfristiger Trost. Und auf das möchte ich mich nicht stützen und zapfen einfach an Gottes Liebe an und an seiner Nähe. Hier in Heiden im Appenzellerland schmiedet Marie-Anne neue Pläne. Ich war eben viel in der Natur und habe einfach gemerkt, es tut mir das Herz auf, wenn ich einfach ein bisschen weg bin von dem, wo mich so vieles daran erinnert, einfach an meinen Mann. Aber jetzt merke ich, jetzt muss ich es einfach loslassen und einfach so mein neues Leben starten. Es ist ganz ein ganz neues Leben ohne Partner. Und es wird jetzt aber auch gut. Schon bald kann Marie-Anne in Heiden in ihre neue Wohnung einziehen. Ein neues Kapitel beginnt. Mit 19 ist Oliver Merz sein Leben auf den Kopf gestellt worden. Dann hat er seinen ersten MS Multiple Sklerose-Schub gehabt. Seither leidet er an der heimtückischen Krankheit, die bekannt ist dafür, dass sie 1000 Gesichter hat.
Das fordert ihn nicht nur körperlich heraus, sondern auch immer wieder in Bezug auf seinen Glauben. Warum ich? Diese Frage hat er sich schon oft gestellt. Wenn ich den Schlüssel drehe und auf dem Platz bin, dann kann ich wie einfach abschalten. Dann kommt dann relativ schnell vieles auf, was eigentlich in mir drin ist, was beantwortet werden will, was angestellt ist. Ja, wirklich zu reflektieren ist es ein Ort, wo mir hilft, mich wieder auszurichten für das, was kommt. In mir drin wollte es einfach Antworten haben auf die vielen Fragen. Und so habe ich angefangen, zuerst selber mich auseinanderzusetzen. Oder habe mich zurückgezogen, immer wieder habe Bücher verschlungen und habe mich so schrittweise eigentlich vortastet zu schwierigen Fragen. Ich habe sehr schnell mir angefangen, Gedanken zu machen, wie bringe ich das mit meinem Glauben zusammen. Warum wird jemand gesund und der andere nicht? Hat es mit meinem Glauben zu tun? Ist irgendetwas in meinem Leben, das nicht in Ordnung ist und muss geklärt werden? Und dieser Prozess hat bis heute nicht aufgehört. Seit über 30 Jahren lebt Oliver Merz mit der Diagnose MS. Damals als 19-Jähriger begann es mit einem starken Schub. Angefangen hat es mit schleichenden Lähmungserscheinungen. Man hat gemerkt, die hinken plötzlich. Ich ziehe das Bein nach, es tut mir weh, die Hände zu bewegen, schreiben ist dann fast nicht mehr gegangen. Und irgendwann, ja, also hat man es auch im Gesicht gesehen. Und das ist so stark geworden, dass ich eigentlich kaum mehr etwas machen konnte. Also bin mehr oder weniger gelegen. Das ist immer stärker geworden, bis man einfach hospitalisiert worden ist. Hallo, hi. Es war eine sehr intensive Zeit. Und am Anfang hat mir wirklich mehr zu merken gegeben, von gewissen Ärzten her, dass ich vermutlich simuliere. Ich habe gesagt, ich soll jetzt normal laufen und nicht so blöd tun. Und ich konnte einfach nicht können. Und das waren schon in so jungen Jahren schon sehr schwierige Erlebnisse gewesen. Nach dem dritten Schub stabilisiert sich die Situation. Durch Aufbau und Therapie sind viele Fähigkeiten wieder zurückgekommen. Momentan besucht er zweimal wöchentlich die Physiotherapie. Ich mache mit ihm das, was er selber nicht machen kann daheim. Und das ist das Gelenk, was immer das ESG-Gelenk, was immer wieder blockiert. Er hat beidseitige erste Rippenprobleme, Nacken, Wirbelprobleme und Brustwirbelsäule plus, dass ich dann auch noch sing, Muskulatur entspannen, ja. Andere Hauptziele von der Therapie ist Dehnen, das oude Aktivierungsprogramm, das kann er alles selber machen. Für mich als Physio ist es eigentlich erstaunlich, was er selber alles macht. Und dass es eigentlich relativ konstant bleibt. Mit schon kleineren Schwankungen, aber doch im Großen und Ganzen bist du eigentlich sehr konstant, hein? Dank dem, was du selber auch alles machst. Mhm. Also sicher zwei, meistens dreimal pro Woche walken. Da bekomme ich eigentlich nicht mehr ganz aus der Schmerzzone raus. Das ist eine Herausforderung. Ja. In der Regel bin ich recht fit, trotz allem, aber schon mit konstanten Schmerzen. So nach der Physio habe ich 10%, 20% Schmerzen. So, was doch der Erfolg eigentlich zeigt. Eigentlich wollte Oliver Merz Grafiker werden. Die Krankheit hat jedoch seinen weiteren beruflichen Weg beeinflusst. Hoi, Jonas. Muss noch Stöpsel-Toren tun, jetzt hören die. Ja, das ist gut. Wirklich matchentscheidend war, dass ich im Glauben eigentlich einerseits Antworten gesucht habe, aber auch Herausforderungen festgestellt habe, schon in jungen Jahren. Ich merkte, da gibt es auch Probleme. Eben für die einen glaubt man zu wenig, für die anderen ist noch irgendetwas in der Vergangenheit, man muss klären, darum wird man nicht gesund und all das. Und das hat mich interessiert. Und ich wollte dem nachgehen. Und das Theologiestudium war, glaube ich, ein Stückchen Teil Therapie für mich. Wegen seiner Krankheit musste sich Oliver Merz während seiner Ausbildung zum Pastor beweisen. Bis gleich. Tschüss. Ciao, Jonas. Gegen das Ende des Grundstudiums, wo die Frage war, bin ich tragbar und verantwortbar überhaupt für eine Kirchengemeinde, als Pfarrer losgelassen zu werden mit all den Herausforderungen, die vielleicht noch kommen, die man noch nicht sieht. Und man hat mich dann auch gebeten, dass ich zu einem Spezialist gehen und mir das attestieren, dass man mich wirklich in den Job lassen. 20 Jahre war Oliver Merz pastoral tätig. Immer wieder ist er auch als Referent zum Thema Glaube und Heilung im Einsatz.
Ich glaube, es ist Teil des Weges, es ist so stark biografisch verwoben. Und eben angefangen hat es eigentlich mit dem Reden über Leiden und Umgang mit Heilig und Nicht-Heilig. Und inzwischen geht es natürlich auch stark darum, wie können wir dann über Einseitigkeit rauskommen. Also auch theologisch ihnen helfen, wie kann ich denn mit dem leben, wenn es jetzt nicht funktioniert. Und gleich ein zufriedenes, ein sinnerfülltes Leben führen. Da merke ich, dass da vieles, was mir selber abgegangen ist, und vieles, was durch mich selber durch ist, anderen auch hilft. Und das finde ich schon sehr erfüllend. Oliver Merz zieht sich immer wieder zurück auf den Campingplatz am Thuner See, um über Fragen nachzudenken und Antworten zu finden. Warum Fragen sind weder bei mir neu, die haben die Leute so jederzeit gestellt. Und ich bin eigentlich froh, dass ich nicht verbittert bin über dem. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt in dem Innen geblieben bin, dass ich ein Opfer bin von irgendjemandem, ein bisschen von Gott, der mich direkt straft oder mit einer Krankheit einfach eindeckt. Oder von wem auch immer, vom Körper oder von der Schöpfung oder von Genen, die irgendwie defekt sind oder was auch immer. In den letzten Jahren hat er mehrmals aus verschiedenen Gründen unverschuldet die Stelle verloren. Ich bräuchte eigentlich Stabilität und wünschte mir die auch. Und das ist auch eine meiner Fragen, die ich natürlich immer mitnehme. Also, wo ist mein Platz eigentlich in dieser Welt? Wo will mich Gott brauchen mit dem, was er mich hingelegt hat, auch mit den Grenzen, die er mir gegeben hat? Wo passt das wirklich? Und wo passt es nicht nur wieder für einen Abschnitt, für ein Jahr, zwei oder für ein Projekt? Auf diese Seite kommt immer mehr die Frage, ist das vielleicht einfach Teil von meinem Weg? Oliver sucht immer wieder neue Möglichkeiten, Erlebtes zu verarbeiten und sich auszudrücken. Das Malen oder generell das Kreativsein hilft mir sehr, eigentlich mich zu entspannen oder auf völlig andere Gedanken zu kommen. Das eine, oder eben auch halt verarbeiten. Aber es ist auch eine Art, mich auszudrücken, auch Themen mitzuteilen. Auch geistliche Themen zu übermitteln auf diese Art. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt. Eine Message zu haben, eigentlich mit Bildern. Es sind verschiedene Fließtechniken, die man anwenden kann. Und das nennt sich Flip Cup und dann ist es noch ein bisschen frisiert. Letzten Frühling während dem ersten Shutdown hat Oliver Merz ein spezielles Erlebnis. Ich bin irgendwann da gesessen. Auf dieser Terrasse beim Kaffee und hatte bis dorthin ein bisschen genug von dieser ständigen aggressiven Kommentiererei zu Corona. Ich wollte das nicht mitmachen auf den sozialen Medien, aber mich irgendwie mitteilen und nicht gewusst wie. Und dann sitze ich hier beim Kaffee und plötzlich fängt es an zu dichten. Mit dieser Dichterei ist es so weit gegangen, dass ich Absprache mit einem Freund von mir, der Verleger ist, innerhalb von 70 Tagen die ersten 33 Gedichte in ein Buch verpackt worden sind, wo jeweils auch mit Ausschnitten aus Bildern von mir illustriert sind. Und so kommt das Buch eine sehr persönliche Note über. Schon genial. Bin wirklich happy. Viele Jahre arbeitet er als Pastor in einer freien Kirche. Heute ist er Gastdozent an theologischen Ausbildungsstätten. Viele Fragen waren da. Und ich wollte mich unbedingt damit auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung hat letztlich bis zur Doktorarbeit geführt, weil ich einfach mehr wissen wollte. Das war meine Art, damit umzugehen. Ich wollte mich nicht zurückziehen, ich wollte nicht isoliert sein, ich wollte proaktiv umgehen. Und ich glaube, das ist auch generell der Weg, den ich wähle. Den Glauben als Strategie. Seine Doktorarbeit hat er zum Thema Inklusion geschrieben. Oft spricht er zu diesem Thema, wie hier an der Höheren Fachschule für Theologie, Diakonie und Soziales in Aarau. Dass alle Menschen, auch in der Schweiz, Ausländer, Schweizer, Männer, Frauen usw. verschieden sind, das wird mit Inklusion als normale Ausgangslage angeschaut. Es gilt, mit dieser Vielfalt umzugehen und im Gegenseitigen sich achten, zusammenzuleben. Alle sollen in zentralen Lebensbereich ganz können dazugehören, mindestens so fest, wie es halt geht und wie sie es nötig haben, damit ihr Leben kann funktionieren kann. Und zwar bei gleichen Rechten und Pflichten. Inclusio, includere ist vielleicht besser einlassen, einbeziehen, fordert mit Verweis auf Menschenrechte, dass auch die Gesellschaft selber sich so zugänglich macht, damit alle gleichberechtigt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten möglichst freiwillig und möglichst selbstbestimmt teilhaben können. Ganz dazugehören, wäre es ideal.
Dazwischen investiert Oliver immer wieder in den Aufbau seiner Kondition, beim Walken oder im Winter auf den Langlaufskiern. Es ist halt ein Sport, der mit relativ wenig Belastung einfach viel Training ermöglicht. Und darum ist es auch vom Aufbau her und von der Kondition natürlich eigentlich sehr eine dankbare Sportart. Oliver hat seine Frau Monika während der Anfangsphase seiner Krankheit kennengelernt. Ich habe Oliver kennengelernt mit 16. Also sehr jung und verliebt gsi. Wir haben uns aber wirklich viel Zeit genommen, um zusammen zu beten, zusammen zu reden und mit erfahrenen Leuten geredet, mit vielen Leuten austauscht, was das heisst. Und für uns war es nachher wie klar gewesen. Ja, das war wirklich so beides gewesen. Ich glaube, das tiefe Vertrauen, dass Jesus weiss, was gut ist für uns, und auf dieser Seite die jugendliche Verliebtheit. Sie unterstützt mich, wo sie nur kann. Sie hat auch in schwierigen Momenten nicht einfach weggeschaut, sondern ist da gewesen. Sie hält aus, sie trägt mit und sie geht mit mir durch dick und dünn. Und das ist für mich ein Geschenk. Heute sind sie seit 25 Jahren verheiratet und haben 3 Töchter. Gerade so in der Kleinkindphase war das noch schwieriger, weil es dann einfach alles körperlich anstrengender ist mit kleinen Kindern, mit umtragen. Dort gibt es wie auch nicht eine fertige Antwort. Es gibt auch heute Situationen, wo wir alle leiden. Wir sagen, alle leiden, weil er nicht kann. Ich leide, weil ich ihn gerne dabei hat. Unsere Töchter leiden vielleicht auch, weil der Papa jetzt vielleicht auch nicht dabei ist. Das wird nicht aufgelöst. So. Und das bleibt immer wieder eine Herausforderung. Auszeiten sind Oliver Merz wichtig, um sich mit seinen Fragen auseinanderzusetzen und neu auszurichten. Es ist wirklich für mich ein tägliches Wiederentscheiden. Es ist ein Aufstehen und ein Sagen, Gott, ich packe den Tag mit dir, hilf mir durch. Ja, es ist die Abhängigkeit, die glaube, schon mit 19 angefangen hat. Es war ein existenzielles Abhängigsein davon, dass einer mit mir kommt und einer, der mehr Power hat, mir vorangeht. Ich glaube, das ist geblieben und das wird bleiben. Aber irgendwann habe ich auch realisiert, ich muss unabhängig von den geklärten oder nicht geklärten Fragen in mir innen selber zur Ruhe kommen. Mit dem, mit mir selber drankommen. Und das ist sicher der Glaube eine wichtige Stütze geworden, auch eine Bewältigungsstrategie, die mir immer wieder vergewissert, dass Gott mich so okay findet und dass es in Ordnung ist, ob ich jetzt geheilt bin oder nicht. In aller Regel gehe ich schon orientierter einfach wieder, oder sicher motiviert, mit ein bisschen mehr Mut wieder runter und sagen wir etwa mal und jetzt packen wir es wieder. Wenn Sie auch ein bisschen gestaunt haben über die Vielfältigkeit und die Kreativität von Oliver Merz, dann könnten Ihnen unsere Wettbewerbspreise gefallen. Wir verlosen 5 von seinen Gedichtbänden und auch das Bild, das er auf dem Dreh gemalt hat. Alles, was Sie machen müssen, schreiben Sie uns mit dem Stichwort Bild oder Gedichtband, je nachdem, was Sie lieber möchten. In einer Woche hat Rudi Joseran einen Gast, der trotz zystischer Fibrose seine Lebensfreude nicht verloren hat. Und in 2 Wochen begrüße ich Sie wieder, dann erzählt uns ein Notfallseelsorger, wie er Menschen unterstützt und begleitet. Das wär's gsi für heute. Merci fürs Dabeisein, auf Wiedersehen und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Und Profilsager AG, Ihr Spezialist für Innenausbauprofile, wie wasserfeste und hygienische Sockelleisten.